Guten Tag. Die Heizperiode beginnt. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie sehen kann. Da. Heute Morgen. Heizung läuft. Das ist nicht so hot. Was auch nicht so hot ist, ist irgendwie mit voranschreitender Zeit, habe ich immer wieder Situationen, in denen ich mich an Dinge erinnere, die viele Jahrzehnte zurückliegen. So zum Beispiel, und darauf bezieht sich jetzt eben, ist auch nicht so hot, hatte ich während meiner jüngeren Jahre mal eine Freundin, die meinte irgendwann, dass der Sex im Urlaub viel besser wäre als zu Hause. Ich glaube, das war die traurigste Postkarte, die ich je bekommen habe. Eine solche Stille legte sich über das Erdenrund, dass nicht ein einziger Lufthauch aufzuckte, nicht ein Laut durch die herabgleitenden Flocken dringen konnte, nichts. Alles wurde ringsum lautlos und taub, hielt erstarrt wie vor einem Wunder an und horchte vorgebeugt und feierlich in dieses kaum fühlbare Geräusch, in diesen stillen Flug, in diese tote Weiße hinein, die in zuckenden Schwingungen ohne Ende niederschwebte. Eine weißliche Dämmerung stand auf, wuchs, reckte sich, ein makelloses Frühlicht rann und rieselte, ganz durchsetzt von einer weißen, feinen, ganz feinen, schönen Wolke zur Erde nieder. Es floss zu einem undurchdringlichen Flockendickicht verwoben, wie gefrorenes Himmelslicht zur Erde nieder, als wäre aller Sternenglanz zu Reifkristallen erstarrt und schüttete sich durch einen Himmelsflug wie Staub, zerrieben, der Welt zu. Die Wälder verhüllten sich rasch, die Felder versanken, dass sie kein Auge mehr sehen konnte, die Wege entschwanden, das ganze Dorf zerfloß und wurde von dieser blendenden, nebelweißen Wolke aufgesogen. Schließlich nahmen die Augen nichts mehr wahr als das Rinnen des Schneestaubes, der so leise, so gleichmäßig, so sanft hinabglitt wie Kirschblütenblätter in einer Mondnacht. Auf 3 Schritte konnte man weder ein Haus noch ein Baum, einen Zaun noch einen Menschen unterscheiden. Nur die Stimmen flogen durch die weiße, wie ermattete Falter und verflogen sich. Gott weiß, woher sie kamen und wohin sie wollen. Und immer schwächer flatterten sie, immer leiser. So schneite es 2 Tage und 2 Nächte lang, bis schließlich alle Häuser eingeschneit waren und wie Schneehügel ragten, aus denen schmutzige Rauchsträhnen drangen. Die Wege und Felder bildeten nur noch eine einzige Fläche. Die Obstgärten waren voll Schnee bis an die Ränder der Zäune. Der Teich verschwand ganz unter den Schneemengen. Eine weiße, grenzenlose Ebene, kühl und unbewegsam, breitete sich aus, flaumig und wunderbar, und der Schnee rieselte immer zu, nur dass er immer trockener und feiner wurde. Denn in den Nächten drang schon das Sternengeflimmer hindurch, und am Tag konnte man hier und da hinter dieser flatternden weißen Hede den Himmel blauen sehen. Auch die Luft wurde hellhöriger, die Stimmen drangen scharf, frisch und schallend durch das weiße Gewirr. Das Dorf war erwacht. Man begann sich zu regen. Manch einer fuhr mit dem Schlitten hinaus, musste aber rasch wieder umkehren, denn die Wege waren nicht fahrbar. Hier und da grub man Fußsteige zwischen den Häusern, schaufelte die Schneemassen vor den Haustüren auseinander und öffnete sperrangelweit die Türen der Kuhställe. Alles freute sich und die Kinder waren schon ganz toll vor Vergnügen. Überall kläfften die Hunde, leckten hier und da am Schnee und jagten sich mit den jungen Burschen um die Wette. Es wimmelte auf den Wegen. Gekreisch klang von den Hecken her, sie schrien, warfen sich mit Schneebällen, wälzten sich im weichen, flauschigen Schnee, richteten gewaltige Schneemänner auf, kamen mit Schlitten angezogen, dass das ganze Dorf voll Jubel und Gejage war. Selbst Rochus musste an diesem Tag
dem Unterricht aufhören, denn er konnte kein Kind bei der Fibel halten. Am dritten Tag, in der Abenddämmerung, hörte es auf zu schneien. Es stäubte noch hin und wieder, aber nur so viel, als ob jemand einen Mehlsack über die Welt ausklopfte, so dass man es kaum bemerken konnte. Doch der Himmel wurde düster, die Krähen flatterten um die Gehöfte und blieben auf den Wegen sitzen. Eine sternenlose Nacht spannte sich aus. Eine sternenlose Nacht spannte sich bleiern aus und starrte so tot und reglos weiß aus den verdunkelten Schneemassen, als ob sie ganz außer Kräften wäre. Das leiseste Windchen, und wir kriegen ein Schneetreiben, murmelte am Morgen des folgenden Tages der alte Bülitscher durchs Fenster stehend. Lass es nur kommen, mir ist alles gleich, knurrte Antek und erhob sich von seinem Lager. Anna zündete das Feuer auf dem Herd an und sah vom Hausflur aus ins Freie. Es war noch früh, die Hähne krähten im Dorf, ein dichtes Dunkel lag noch über der Welt und die Erde sah aus, als hätte sie jemand mit einem Gemisch von Kalk und Ruß überstreut. Man konnte weder Bäume noch Häuser noch die Ferne unterscheiden. Nur im Osten glimmte ein Schimmer wie von einer Glut unter der Asche. Tiefe Stille war rings ausgebreitet und ein scharfer Frosthauch drang hinein. Auch in der Stube herrschte eine schneidende, feuchte Kälte, die so durchdringend war, dass Anna ihre bloßen Füße in die Pantinen steckte. Auf dem Herd glimmte es kaum, denn die frischen Wacholderzweige prasselten und qualmten nur. Sie spaltete ein paar Späne von irgendeinem Brett und stopfte etwas Stroh dazwischen, bis schließlich eine Flamme hervorschlug und die Stube ein wenig erhellte. So viel ist von diesem Zeug zusammengeflogen, dass es für den ganzen Winter reicht, knüpfte der Alte an. Auf die kleine, mit grünlichem, dicken Eis überzogene Scheibe hauchend, um hinauszuschauen. Der älteste Knabe, der schon im vierten Jahr war, fing an, im Bett aufzuweinen. Und von der anderen Seite des Hauses, aus der Wohnung der Schlafs, ertönten die scharfen Stimmen eines Gezänks. Ein Wehklagen, Kindergeschrei und das Schmeißen von Türen. Veronka beginnt wieder den Tag mit ihrem Gebet, murmelte Antek verächtlich, sich die Füße mit am Herd gewärmten Fußlappen umwickelnd. Sie hat sich das Schreien nur einmal so angewöhnt und schreit, wenn es auch nicht tut, Not tut. Aber nicht, weil sie böse ist, nee, nur so, stotterte der Alte. Versteht sich, und die Kinder schlägt sie auch, weil sie nicht böse ist. Oder dass sie den Stach kein gutes Wort gibt, nur in einem Fort rum, bumm, wie auf einen Hund. Das ist wohl auch, weil sie gut ist, sagte Anna. An der Wiege niederknien, um den Jüngeren der drei ab und zu, der greinte, mit einem Beinchen strampelte, die Brust zu geben. 3 Wochen, seitdem wir bei euch hier in der Hütte sitzen, sind es schon, und nicht ein Tag ist vergangen ohne Geschrei, Prügelei und Zähnegefletsch. Ein Hund von Frauenzimmer ist das. Und Stacho ist ein Waschlappen, arbeitet wie ein Vieh und hat es schlechter wie ein Hund. Der Alte blickte ängstlich auf, wollte selbst etwas zur Verteidigung sagen, als die Tür aufging und Stacho, der einen Dreschflegel geschultert trug, den Kopf zur Stube hereinsteckte. Antek, willst du zum Dreschen kommen? Der Organist hat gesagt, ich sollte mir einen zunehmen für die Gerste. Trocken ist sie und lässt sich gut abschlagen. Philipp hat mich gebeten, aber wenn du möchtest, dann natürlich sollst du's verdienen. Gott bezahlt's. Nehmt euch Philipp hinzu. Ich werde mich zum Organisten auf Tagelohn gehen. Dein Wille, bleib mit Gott. Anna sprang auf unter dem Eindruck dieser Antwort, beugte sich jedoch sogleich vornüber zur Wiege und versteckte ihren Kopf darin, um ihre Tränen und ihren Kummer nicht zu zeigen. Was soll nur bloß werden? Ein solcher Winter, eine solche furchtbare Kälte, solche Armut, dass sie nur von Kartoffeln mit Salz leben. Kein Heller im Haus und er will nicht arbeiten. Ganze Tage lang sitzt er oft in der Stube herum, raucht Zigaretten und spintisiert. Oder rennt umher wie ein Dummer hinter dem Wind wohl. Mein Gott, stöhnt sie schmerzlich vor sich hin. Selbst Jankel will nicht mehr borgen. Die Kuh werden sie verkaufen müssen. Was tun? Er hat sich darauf versteift. Dann verkauft er auch und eine Arbeit wird er doch nicht angreifen. Natürlich,
Wahr ist es schon, dass es sich für ihn nicht passt, auf Lohnarbeit zu gehen, und unangenehm ist es auch, aber was anzufangen, was? Wenn sie doch ein paar Mal ein Mannsbild wäre, mein Gott, ihre Krallen würde sie ihm nicht schonen. Die Arme bis über die Ellenbogen in die Arbeit stecken, nur nicht die Kuh verkaufen, nur nicht zum Frühling, nur bis zum Frühling aushalten, den Winter überdauern. Aber was soll ich helfen, ich Arme, was? Ihre Seele knirschte auf, sie wusste sich keinen Rat mehr.